So, ihr kleinen Kinder hier, Zuschauer. Ich hatte das letzte Mal vergessen zu speichern. Ich bin ganz toll. Und deswegen müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen, den ich eben erledigt habe. Ist das nicht wunderbar? Ja, ich weiß gar nicht. War ich schon am Shop? Genau, den haben wir den ganzen Scheiß ja gar nicht. Auch hier alles gemacht. Shop war auch noch. Ja, das wollten wir ja nicht. Ach genau, hier, ne? Vakuum. Hallo, Vakuum. Komisch irgendwie das nochmal zu machen. So, oder Wasser, Wasser, ganz wichtig. Wir wollen öffnen. Ja, das hast du mir schon gesagt. So, das ist nämlich eine Sequenz, die kommt, wenn man das Ding versucht, da kaputt zu treten. Oh, Nutte, du! Ich habe mich eben schon total schwul angestellt bei diesem elendigen Bosskampf. Das wird jetzt wohl nicht besser sein. Lololololol. Bist ganz ungefährlich. Ich mag dich nicht. Geh weg, geh sterben, du. Ich eben schon gut. Nein! Geh sterben. Ich sterbe, ey. Ich fick dein ganzes Leben, ey. Oh, mach gar nicht aufgeladen. Ich fick deine Mutter, ich fick deine Generation, ey. Geh weg. Oh ja, so ist gut. Nein! Ellenbogenstase, ich habe ja sowieso kein Aiming. Na komm mal rangesprungen. Komm doch. Yeah, guck mal, ich springe Slow Motion. Geiler Typ. Ja, da falle ich nicht noch mal drauf rein. Schlampe. Dana, ich bin jetzt außerhalb des Krankenhauses. Die Bahnstation ist gleich hinter den Apartmentblöcken. Warten Sie, ich will noch mehr antworten. Wie lange bin ich schon hier? 3 Jahre. Tideman fand sie in der Nähe von Aegis 7 durch das All treibend und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Der Marker, den sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wachsen, desto stärker wird es, bis es sie umbringt. Tideman gab ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, sie könnten das beheben. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich. Bahnstation, ich beeile mich. So. Der epische Bossfight. Letztes Mal war der noch ein bisschen spannender. Tut mir ja leid. Habe ich auch keine Angst, weil ich ja weiß, was passiert. Nämlich gar nichts. So, die liegen da immer noch. Die auch. Die auch. Das ist immer noch das Gleiche.
Ist immer noch ein Lüftungsschacht, durch den ich durchklettern muss. Was ich immer noch nicht mag, weil ich das halt nicht mag. Ich bin nicht klaustrophobisch, aber ich mag trotzdem keine engen Räume. Kaution. Caution. Kapitel 2. Ja, so weit war ich vorhin auch. Ein Audiolog. Ja, der sagt uns mal wieder nur Gliedmaßen abtrennen, den ganzen Müll. Spoiler, Spoiler. Das habe ich eben schon gemacht. Wir wollten Schaden, wir wollten Kapazität. Und wir sind einen da lang gegangen. Dann haben wir das sein gelassen. Ich. Und ich glaube, ich muss mal niesen. Ah, nee, doch nicht. Genau, das haben wir uns durchgelesen. Die sind ganz lustig. Sollten wir verkaufen? Ja. Wir haben ordentlich Munition. Wir haben ein Stasi-Pack und ein Medikit. Das passt schon. Brauche ich nicht. Boah, das kostet immer noch das 200. Das ist schrecklich. Wie gesagt, die beiden wollte ich noch nicht kaufen. Und wir gehen weiter. Das machen wir jetzt einfach mal. Ab hier ist jetzt wieder blind. Oh, hey, 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 hey. Oh, hätten die mich nicht mitnehmen. Ich habe irgendwie so das ungute Gefühl. Lebst du noch? Nein. Aber du lebst noch. Geil. Ich bin doch kein Plünderer, oder? Nur weil ich hier ein bisschen was aufhebe. Huch. Ein Stasi-Pack. Ja, das nehmen wir doch mal mit. Speicherpunkt. Was bist du? Ah, guck mal. Ich wusste doch, dass es diese Türen gibt, wo man noch einen Knoten für braucht. Was hast du denn Schönes für mich? Ein Textlog, das wollen wir noch nicht. Halbleiter Rubin, oh Gott, Plasmaenergie. Schema, noch mehr Plasmaenergie, noch mehr Plasmaenergie. Da bin ich ja schon fast versucht, zurück zum Shop zu gehen. Jetzt Müll zu verkaufen. Ich mach das jetzt mal. Halt, Moment. Ich will wissen, was da drin ist vorher noch. Ja, Maul. Ach, hier kann ich auch durch. Pff, lol. Mach mal auf. Energieknoten kann ich jetzt kaufen. Ah, okay. Das will ich aber nicht, denn ich will Griechen dafür zahlen. Warte, wie viel kriege ich dafür? 10.000! Heilige Mutter! Ich werde jetzt schon mit Credits zugespammt. Was geht denn? Ist ein bisschen zu einfach, was? Leute, so viel brauche ich nicht. Ich habe doch Skill. Merkt man doch. Hier spricht Direktor Deitmann. Ein Stationsweiter Null. Ach genau, ich wollte ja speichern. Und dann kann ich auch wieder cutten und ich werde versuchen, die Aufnahme nicht wieder vergessen zu starten. Viel Spaß.